Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns meine Lieblingsautos an, von verschiedenen Marken. Heute geht es um die Marke Mercedes. Also natürlich sind die Preise, mit denen wir hier hantieren, völlig utopisch. Also das werde ich mir wahrscheinlich in meinem Leben nicht leisten können. Natürlich, ich werde dafür arbeiten, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Ich habe nicht mal AdSets hier auf YouTube, deswegen lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit wir das schaffen. Ich habe mir 5 verschiedene Autos rausgesucht, die in einem Ranking aufgezählt. Ich würde sagen, wir fangen ganz unten an mit dem Auto, was ich sehr gut finde, aber nicht mein Lieblingsauto von Mercedes ist. Außerdem habe ich noch eine Honorable Mention, also etwas, was ich erwähnen würde, aber nicht in meine Top 5 mit reinnehmen würde. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Video. So, wie gerade eben schon angesprochen, meine Honorable Mention ist eine V-Klasse, also V300D in der Exclusive Line. Ich muss sagen, ich bin irgendwie so ein V-Klassen-Fan geworden. Also falls ihr nicht wisst, was das ist dieses Auto hier, also dieser Van von Mercedes. Und diese Exclusive Line sieht eben so ein bisschen majestätisch, sehr edel aus. Also ein bisschen wie so ein Shuttle Service. Ist jetzt nicht so für Selbstfahren oder so, aber wenn man irgendwie später businesstechnisch zu irgendwelchen Terminen muss, finde ich das Auto sehr, sehr cool. Man muss dafür so um die 95.000 hinlegen. Wenn man noch irgendwie eine besondere Farbe nimmt oder so, dann ist man schon bei 100.000. Was ich auch nochmal anmerken möchte hier in diesem Video, also ich gehe hauptsächlich auf das Auto an sich vom Preis natürlich ein und in den meisten Fällen noch eine Außenfarbe. Um Interieur und so, das konfiguriert man ja für sich selber. Deswegen sage ich eben den Anfangspreis und wie viel es kostet eben mit meiner Lieblingsfarbe auf diesem Auto. So, dann würde ich auch sagen, fangen wir direkt mit der Nummer 5 an. Also auf der Nummer 5 muss ich dazu sagen, ich bin kein Cabrio-Fan, gerade von Softtops, also diese Stoffcovers, nicht, also Hardtop sind ja diese Teile, wo man das rausnehmen kann oben, was wirklich aus Glas und Metall ist. Softtop ist eben ja dieses Weiche, das sieht bei manchen Autos, wird es auch irgendwann grün oder so. Ich bin einfach kein Fan von sowas, das sieht, finde ich, nicht schick aus. Aber der SL63 Roadster von Mercedes, finde ich, sieht sehr geil aus, gerade vorne mit dem Panamericana-Grill. Und hier für mich in der SE-Variante, also SE Performance mit dem Hybridmotor, hat das auf jeden Fall ja, ganz schön viel Power unter der Motorhaube. Gerade mit dem Hybridmotor, der nochmal eine schnellere von 0 auf 100 Zeit gibt, ist natürlich dadurch auch ein bisschen schwerer. Aber man muss 220.000 dafür hinlegen, wenn man auch noch eine geile Farbe haben möchte. Zum Beispiel gibt es dieses coole Blau, was ich da gesehen habe, aber es gibt auch noch so ein Orange. Relativ ähnlich ist das mit meiner Nummer 4. Also die basieren ja nicht auf dem gleichen Modell, weil es ja unterschiedliche Modelle sind, haben aber die gleiche Farbe und gleiche Ausstattungspakete. Deswegen sind die recht nah beieinander. Sehen auch relativ ähnlich aus, nur das Heck ist irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Und vorne sieht der GT63 auch ein bisschen breiter, würde ich mal sagen, aus. Ist auch der SE Performance die Coupé-Variante, also nicht den Eli hat. Eli hat ja diesen Kombi-artigen. Ich finde eher ja, den Coupé geiler. Ich finde, der sieht vom Heck eben schöner aus und auch ein bisschen sportlicher noch. Man legt genau wie bei dem SL63 auch 220.000 hin mit einer coolen Farbe eben. Und diese Magno-Lacke, also diese matte Farbe, sieht sehr geil aus bei diesen beiden Autos. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir gleich in meine Top 3. Auf dem dritten Platz ist der Maybach GLS 600. Also einmal zu dem Thema Maybach S-Klasse oder Maybach GLS, da komme ich auch später nochmal drauf zu sprechen. Für mich ist es immer eine Ansicht, wird man das Auto selber fahren oder ist das eher ein Auto, wo man hinten im Backseat sitzt? Und das ist für mich nämlich der Maybach GLS. Da hat man eben nicht so richtig diese Driver Experience, finde ich persönlich. Da ist es eher angenehmer, hinten zu sitzen mit den ganzen Screens und so. Man muss 200.000 für hinlegen, der ist relativ günstig für einen Maybach hier in diesem Portfolio sozusagen, aber da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ich finde diese Two-Tone-Farbe geil, aber bei der S-Klasse und nicht bei dem GLS. Bei dem GLS kann man auch meinetwegen irgendwie einen Unilack nehmen oder so. Ist irgendwie ein bisschen albern, wenn man so ein teures Auto nimmt und dann irgendwie die mitgelieferte Farbe auswählt. Aber da finde ich, der sieht auch einfarbig aus, zum Beispiel die Variante von Reezy, die sieht irgendwie foliert aus. Nicht wie diese, ich glaube Hightech-Silber ist das bei Mercedes, so sieht es nicht aus. Aber in diesem Silber finde ich das unglaublich schön aus. Kommen wir auch gleich weiter zur Nummer 2. Dieses Auto ist schon auch eher erreichbarer. Nicht in der AMG-Version, wie ich es jetzt hier auf meiner Liste habe, aber in normaler Form. Und deswegen habe ich den auch so hoch, weil ich dieses Auto einfach schön finde. Wir haben hier den GLE 63S.
hatten wir letztes Mal schon in einem Autovideo drüber gesprochen. Ich persönlich finde den GLE nämlich schöner als den GLS. Der GLS sieht irgendwie, also es ist an sich irgendwie ein GLE, auch von drinnen, von dem Infotainment-System her, ist es eigentlich ein GLE. Der sieht nur ein bisschen länger und dadurch für mich unförmiger aus. Gerade wenn man es hier in der AMG, also in der Sportvariante nimmt, sieht, finde ich, ein GLS nicht schön aus. Also, was heißt schön? Ich finde den GLE 63 schöner, sagen wir es so. Ich habe hier auch den normalen genommen und nicht den Coupé, weil ich das ein bisschen albern finde. Das Coupé kostet mehr Geld, bietet aber als SUV weniger Platz. Sieht natürlich sportlicher aus, aber praktischer finde ich den normalen GLE 63S. Hinlegen muss man da 170.000 für, mit einer schönen Farbe, AMG-Package, damit man da sozusagen gut geht. Ist irgendwie seltsam, dass das fast so viel kostet wie ein Maybach GLS, der dann ja nochmal größer ist. Aber der stand für mich ein bisschen höher, schön mit dem V8. So, und dann würde ich auch sagen, kommen wir zu meiner Nummer 1. Und da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, Maybach GLS oder Maybach S-Klasse. Für mich persönlich, aus einer fahrenden Perspektive, finde ich die Maybach S-Klasse besser. Also speziell den S680, das höchste Modell der Maybach S-Klassen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das ein V... Ich glaube, den V12 haben sie noch nicht vorgestellt. Ich weiß gar nicht, ob es davon überhaupt einen V12 gibt. Wendet euch das jetzt hier ein, ob das der V8 oder der V12 ist. 260.000 muss man dafür hinlegen. Bei der Maybach S-Klasse finde ich nämlich die Two-Tone-Lacke auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Diese Night Series finde ich ein bisschen albern. Also sieht schön aus, aber 30.000 dafür, weiß ich nicht. Und dann legt man nochmal 20.000 für eine Farbe drauf. Man bekommt das Auto ab 240.000. Wie gesagt, mit einer Two-Tone-Farbe, 20.000 für eine Farbe ist völlig bescheuert. Aber wenn du Eindruck machen willst mit der Karre, dann brauchst du auch den Two-Tone, finde ich. Entweder dieses Kalahari-Gold heißt es, glaube ich, und schwarz. Oder dieses Schwarz-Weiß finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, das hat einfach mehr Driver-Experience. Also natürlich kannst du da hinten auch sehr gut drin sitzen, aber du kannst eben auch fahren. Ein Maybach GLS, finde ich, ist irgendwie nicht so reizvoll für mich persönlich, den zu fahren. Und bevor dieses Video endet, ich weiß, das ist mal was anderes hier auf diesem Kanal, wir haben ja auch schon mal ein anderes Autovideo gemacht, habe ich noch ein, wie soll ich sagen, ein Preis-Leistungs-Auto von Mercedes, das wird jetzt hier in der Serie, also es wird mehrere Videos von diesem Format hier geben, wird ganz am Ende immer eine Preis-Leistungs-Empfehlung, was ich mir vorstellen könnte, mir etwas davon zu leisten. Am Anfang habe ich mir gedacht, kommen wir schon mal bei den A-Klassen, das ist eben die günstigste Variante von Mercedes. A-Klasse Limousine habe ich geschaut, A220D wegen geringem Verbrauch oder A250E kostet 44.000. Ich wusste gar nicht, dass das so teuer ist. Und dann kam für mich so ein bisschen dieses Upselling ins Spiel. Ich wusste nicht, dass es das bei Autos auch gibt, aber bei Apple kennt man das sozusagen, dass der Preis zu einem besseren Modell vergleichbar klein ist, zu wie viel Leistung mehr dieses Modell bietet. Und deswegen bin ich hier auf die C-Klasse 200D gekommen. Die kostet 52.000, also sind wir hier bei 8.000 Euro mehr. Und das ist für mich so ein bisschen halt dieses Upselling. Also kommt von einer A-Klasse auf eine C-Klasse. Wow, das ist jetzt eine C-Klasse Limousine. Ich finde, sieht unglaublich schön aus für diesen Preis. Aber du bist auch schon wieder bei 50.000. Und dann denkt man sich eben, ach komm, für, sagen wir mal, 20.000 mehr bekommt man auch schon einen guten GLC. Oder für nur 10.000 mehr. Und dann denkt man, ach nee, da brauche ich aber Allrad. Dann bin ich schon beim GLC 300. Dann ist man auf einmal bei 65.000, obwohl man nur eine A-Klasse kaufen wollte. Also das ist für mich so ein bisschen dieses Upselling. Aber ich denke, mit einer C200D Limousine, einem guten Verbrauch, ist man schon sehr, sehr gut vertreten. Hinten die Modellnummer abmachen, ja, ganz entspannt. Ein schönes Auto, muss ich sagen, wirklich. Du hast zwar jetzt nicht den extrem krassen Motor da drin, aber für ein Familienauto kann man dafür nichts sagen. 50.000 für einen Neuwagen ist viel und sollte niemals einen Neuwagen kaufen. Von daher, ja, würde ich den preis-leistungstechnisch auf jeden Fall empfehlen. Ich persönlich würde wahrscheinlich sogar einen GLC lieber nehmen. Aber ja, das ist mein Preis-Leistungs-Pick. Wir haben ja schon einmal ein Auto-Video gemacht. Falls ihr euch das noch nicht angeschaut habt, könnt ihr das gerne tun. Und welche Automarken ihr nächstes Mal in diesem Format sehen wollt, könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Folgen geplant. Natürlich von verschiedenen anderen Marken. Es gibt ja unglaublich viele, von daher ist da gar keine Grenze gesetzt. Und ja, falls euch dieses Video hier gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Und wir sind gerade auf den Road to 500 Abos, also lasst gerne auch ein Abo da. Das war's von mir. Wir sehen uns nächste Woche in einem neuen Video wieder. Bis dahin. Ciao.